1, 2, 3, es geht weiter. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Ich bin schon seit 2 Stunden zu Gange hier am Basteln, weil ich so ein paar Sachen im Kopf habe, die wollte ich raushaben heute. Deswegen bin ich einfach mal damit angefangen, ohne euch, um mal zu gucken, was auch geht. Und oh ja, es ist einiges schief gelaufen und Theorie und Praxis hat sich mal wieder bewiesen, sind zwei grundsätzlich verschiedene Sachen. Jetzt haben wir schon verschiedene Sachen hier stehen. Um was geht es? Ja, Selbstbewässerung, Anzucht von Pflanzen. Wir kennen die Lechuza-Töpfe, genialste Sache. Ich habe nur ein Problem. Ich habe ganz viele Pflanzen, die ich heranziehe, klein, und ich kann nicht für jede einzelne kleine Pflanze einen Lechuza-Topf kaufen. Ist einfach nicht möglich. Ne? Also, Klartext. Wir sind das angegangen hier mit diesem kleinen Pöttchen in der Anzucht. Klappt genial. Ne? Das ist also total easy. Gut, der Butterbaum ist auch nicht so empfindlich. Allerdings gibt es empfindliche Pflanzen wie die Litschis. Ich habe 2 schon mal eingepflanzt gestern Abend, weil sie unbedingt raus mussten. Wurde echt höchste Eisenbahn. So, jetzt hat sich dann, jetzt kommen dann die Fragen. Ne? Wann gießen? Wann düngen? Wie viel düngen? Und ne? Das Problem ist hier, das muss alles Pi mal Daumen machen. Da kannst du also nichts messen dergleichen. Ne? Oder muss jedes Mal durchspülen, das Ganze. Ist nicht so der Burner. Ne? Wie gesagt, hier war es mir jetzt Schnuppe. Ich habe es einfach just for fun gemacht. Weil ja, ich sie übrig hatte, mal zu gucken, was so passiert, und es klappt genial. Es ist eine coole Sache, in kleinen Behältnissen Pflanzen heranzuziehen, auch längere Zeit tatsächlich. Ne? Kannst auch mit Stecklinge machen und so weiter und so fort. So, ich mache jetzt eine Pause. Für euch geht es natürlich aber sofort weiter, aber ich muss mich jetzt erstmal sammeln, um überhaupt mal die ganzen Klamotten hier für euch darlegen zu können. Ne? Denn einfach nur zu labern ist natürlich Blödsinn, aber ganz wichtig, was wir brauchen, sind Bewässerungsdochte. Im Prinzip die Wasser saugen. Ne? Okay, das heißt, es geht gleich los, aber ich muss mich erstmal sammeln und was essen vor allen Dingen. Ne? Okay, fangen wir jetzt an. So, die einfachste Variante ist das hier. Ne? Nimmst ein Glas, was relativ groß ist, kann auch noch größer sein. Wichtig ist halt nur, dass der Becher hier dementsprechend reinpasst und nicht im Glas versinkt. Die Methode ist ganz einfach. Kleines Loch reinbohren oder reinmachen, wie auch immer. Doch durchziehen, reinstecken, Pflanzen, Wasser rein, fertig. Solange du reines Wasser verwendest, passiert auch hier im Glas nichts. Das bleibt tatsächlich sauber, glasklar in dem Sinne. Ja gut, je nachdem vom Substrat kommt was mit rein, und das ist aber nicht so tragisch. Aber sobald du anfängst zu düngen, entwickeln sich ja Algen. Das heißt, du musst jedes einzelne Gefäß abdunkeln. Ne? Gibt es verschiedene Möglichkeiten, bemalen, bekleben, wie auch immer. Das funktioniert genial. Das Problem ist nur, bei ganz vielen, vielen kleinen hast du hier ganz viele Gläser rumstehen, die abgedunkelt sind, und du kannst dann tatsächlich gar nicht reingucken. Ne? Das heißt, du weißt gar nicht, wie viel Wasser noch drin steht und wann wieder gegossen werden muss und so weiter und so fort. Ist dann in der Handhabung nicht so praktisch, wenn du alles voll Gläser rumstehen hast, aber ist mit einer der einfachsten Varianten. Hier brauchst du nicht viel basteln. Ne? Noch rein in so einen Becher und fertig hat sich die Kiste. Ist eigentlich ganz easy. Ne? Das ist die einfachste Variante. So, und jetzt hatten wir diese Behälter übrig hier, und dann habe ich überlegt, was machen wir damit? Hier hatten wir jetzt mal diese Pflanzen reingestellt einfach. Ne? Klappt wunderbar. Richtig genial. Allerdings sind hier auch noch keine Nährstoffe drin bis dato, also bis heute. Ne? Sie müssten jetzt allerdings langsam mal gedüngt werden. Aber auch das habe ich nur gemacht, um mal zu gucken, was passiert denn, wenn. Ne? Das ist ja, sind ja so Sachen, die wir hier machen. Was passiert denn, wenn? Ich lasse sie erstmal stehen. Bei gegebener Zeit werde ich sie dann dementsprechend auch düngen. Das klappt hier ganz gut. Sie halten sich selber bedingt durch die Blätter. Ne? Fallen sie also nicht ins Wasser rein in dem Sinne. Das ist schon mal eine richtig coole Sache. Einfach so mitgenommen. Okay, diese Behälter. Wie können wir dann das Ganze in eine Selbstbewässerung zur Anzucht machen in dem Sinne? So, den Behälter haben wir jetzt gesehen, wie er aussieht. Und dann zeige ich euch mal eben, was ich gemacht habe. Wie ich das gemacht habe, zeige ich jetzt nicht. Das ist eigentlich selbstredend. So, ich habe den Deckel genommen, abgemacht. Habe hier passende Löcher reingeschnitten. Einmal für 2 Töpfe, ne? Und für den Wasserstandsanzeiger. So, den Wasserstandsanzeiger haben wir hier, den können wir einfach hier so durchstecken. Das ist also schon mal eine geniale Kiste. Okay, ist eine vereinfachte Version, ne, weil bei ganz vielen Sachen günstig etwas heranziehen ist natürlich dann dementsprechend eine coole Sache. So, jetzt haben wir den Deckel und hier dementsprechend den Behälter. Hier habe ich auch diese Clips hier abgeschnitten, die hier dran waren für die Kindersicherung in dem Sinne. So, dann können wir das Ding hier einfach so reinstellen. Das Problem ist allerdings, ja, Problem nicht, das ist ein bisschen Handling. Ne? Man muss aufpassen, dass es hier nicht umfällt direkt so. Ne? Das ist so, ne? Nicht so der Burner. Könnte man vielleicht auch nochmal gucken, dass man das Loch so eng macht, dass es genau reinpasst, dass es ein bisschen strammer steht in dem Sinne. Aber soweit hat es jetzt als Prototyp schon mal funktioniert. So, das nächste, was ich gemacht habe, ich habe solch kleine Joghurtbecher genommen, hier ein Loch reingebohrt und dementsprechend ein Wasserdocht hineingehangen, sodass wir das Ganze bepflanzen können. Und den können wir jetzt einfach hier dann dementsprechend
platzieren. Siehst du wohl. Das ist eine richtig coole Sache. Dann habe ich mir überlegt, mache ich das jetzt mit diesen Pöttchen hier. Darum geht es ja eigentlich, ne? Anzucht von Pflanzen, gerade bei der Litschi ist es so, die sind sehr empfindlich. Da ist es also hier auf diese Art und Weise, wie ich es jetzt gestern einfach mal gestartet habe, weil ich sie unbedingt einpflanzen musste. Hier ist, du kannst es nicht wirklich messen und nicht gezielt machen und hast es nicht gesehen. Hier mal Wasserreservoir, hier können wir nachmessen, wir können gezielt eingreifen, regulieren das Ganze. Weil ich jetzt in einer Welt ein, ach da, Welt eingestellt. So, dann kam ich auf eine ganz dumme Idee, nimm doch einfach den Becher und steck den hier rein. In den Becher. Ne? Das klappt auch genial. Also ich habe den Joghurtbecher, dann dementsprechend einen normalen Becher, ein Loch durchgebohrt, den Docht hier durchgezogen und dementsprechend können wir das dann jetzt hier, zack, bumm, fertig. Siehst du wohl, ne? Dann hast du also einmal kleinere Behältnisse für kleine Pflanzen, für Sämlinge, für Samen zum Keimen bringen oder wie auch immer und dementsprechend hier dann schon mal für Jungpflanzen in dem Sinne, kannst du jetzt hier direkt hineinpflanzen und das ist schon mal eine richtig coole Sache. Ja, das war's schon. Ich habe da 2 Stunden rumgedoktert, weil ne, Theorie und Praxis, wie gesagt, sind 2 verschiedene Sachen. Ich hatte erst gedacht, ich mache nur die Becher und baue die hier rein, hat aber nicht funktioniert. Dann habe ich diese Becher genommen, das hat funktioniert. Ja, und dann halt dementsprechend kannst du es halt so machen, dass du den einen hier mit hineinsteckst im Prinzip. Ne? Dann hast du das dann dementsprechend wesentlich einfacher. So, ja, also das haben wir geschafft für heute erstmal. Bin ich froh drüber, weil das habe ich schon seit Wochen im Kopf, wie ich das machen kann, dass ich so kleine Pflanzen wirklich gezielt ja, heranziehen kann. Denn hier kann ich nachmessen, ne, gezielt düngen und das Ganze. Und ja, ist eine coole Sache. Mega cool. Ne? Und wir haben die Pöttchen dann dementsprechend auch verwertet. Gut, die einfachste Variante ist natürlich diese hier. Ganz klarer Fall. Aber wie gesagt, du musst es abdunkeln. Ne, ist schon wichtig und von daher, wenn du auf Kunststoff verzichten willst, wobei ganz kannst du dann auch nicht. Wobei du könntest rein theoretisch auch, wenn du ganz geschickt bist und clever, kannst du auch Tontöpfchen theoretisch nehmen. Ne? Muss halt den, dann gucken, dass du die passenden Gefäße dafür findest, die ineinander passen. Dann funktioniert das auch. So, könnte man theoretisch auch Untersetzer dann nehmen. Ja, Untersetzer nicht, sondern Übertöpfe in dem Sinne, wo man das Ganze noch mit Tontöpfen macht. Siehst du, kommen wir schon wieder aufs nächste. Also, weiter geht's. Und es geht weiter. So, hier haben wir jetzt unsere Samen, die wir gleich einpflanzen, die gekeimt sind. Unsere Litschis. Hier haben wir jetzt unseren selbst gebastelten ja, Bewässerungstopf in dem Sinne. Das funktioniert soweit richtig genial. Das ist also richtig cool. Außer, dass der so ein bisschen mal hin und her. Aber wenn er steht, steht, dann ist es okay. Ne? Mal so kurz demonstrativ gezeigt, wie das ausschaut von innen. Ne? Ich hatte anfangs gedacht, man könnte auch die Becher nehmen. Ne? Was jetzt hier sehen, bei den großen hier. Steckst du einfach hier rein, geht eigentlich auch, aber dann hast du keine Selbstbewässerung mehr, weil der Topf bis auf dem Boden steht. Ne? Von daher, das war so die erste Idee. Gut, man könnte Löcher auch rund ausschneiden, dementsprechend klein, so, dass der Topf gerade so hier rein steht. Ne? Weil er hat dann nicht besonders viel Halt, aber wäre auch denkbar. So ist es aber tatsächlich die einfachste Variante, weil wir es doppelt nutzen können in dem Sinne. Ne? Einmal mit dem kleinen Topf hier oder halt jedenfalls mit dem großen Topf dementsprechend. Ne? Das ist schon eine richtig coole Sache. Okay, so, wie geht's weiter? Ich würde sagen, wir pflanzen jetzt mal einen gemeinsam ein hier. Eine Litschi. Ja, so ist das dann doch einfacher, weil du hast einzelne, also die Pflanzen vereinzelt im Prinzip. Ne? Ich mache mal eben wieder zu. Und ja, kannst sie alle separat dann dementsprechend auch versorgen oder wie auch immer. Ne? So, oh, jetzt habe ich die Wurzel abgebrochen. Oh, Jesus und Maria. Ja, kann passieren. Was machst du? Detle, meine Güte. So, pass auf. Ich muss jetzt mal so rechte Bildchen schieben, damit man das auch sehen kann. Ne? So, füllen wir das Ganze erstmal. Doch, kann man mittig machen, muss man aber nicht. Ich lasse ihn jetzt auch am Rand liegen. Ist wahrscheinlich sogar besser später zum Umtopfen dann. Gehe ich jetzt zumindest von aus. Doch, ja, ist auch wahrscheinlich einfacher. Dann wachsen die Wurzeln dann nicht alle drumherum. Und dann kriegst du die doch später wesentlich einfacher wieder raus. So, ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Pflanze drauf reagiert, dass wir ihr die Wurzel gekappt haben. Ich denke mal, dass das nichts ausmachen wird. Aber, naja, nee, nicht aber. Wir werden es sehen. Jetzt habe ich den noch ein bisschen, oh, die sind so glitschig, ein bisschen zu tief. Ich möchte jetzt auch nicht ganz tief einbuddeln hier. So, das sollte okay sein. Das ist okay. So, halte ich mal vorsichtig fest und schimm. Buddeln wir einfach zu, ne? Aber ist schon eine geile Sache, kann ich sagen. Vor allem ist es natürlich dann wesentlich einfacher jetzt. Ne? So, wir können das ruhig ein bisschen zubuddeln, macht nichts aus, innerhalb von 2-3 Tagen kommt der da raus. Siehst du wohl, haben wir das soweit schon mal fertig. Das ist schon eine coole Sache, kann ich dir sagen. Ne? So, jetzt füllen wir mal Wasser ein, würde ich sagen, dass wir mal sehen können mit der Wasserstandsanzeige, wie das funktioniert, ob wir den gegebenenfalls noch höher setzen müssen. Man kann ihn ja noch positionieren, ne? Man kann mal so runterstellen oder wie auch immer. Aber ich denke, es ist schon sinnvoll, dass er auch da unten steht.
Denn ansonsten wissen wir ja gar nicht, wann Minimum in dem Sinne ist oder wie auch immer. Ich probiere das jetzt einfach mal aus hier. Und das sehen so, 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 ne? Jetzt kann ich aber den Wasserstandsanzeiger nicht sehen. Lass mal auf. So, jetzt kommt er hier oben an. Das wäre bei uns jetzt Minimum in dem Sinne, ne? So viel Wasser steht dann noch drin, wenn er tatsächlich im Minimumbereich ist. So, dann gießen wir das Ganze mal auf Maximum. Das heißt, jetzt wäre theoretisch Maximum. Aber das theoretische Maximum ist dann, wenn noch ausreichend Wasser drin ist, ohne dass die Pflanze selber, beziehungsweise der Topf selber im Wasser steht. Deswegen probiere ich das gerade mal aus. So, ja, das wäre dann ganz oben. Siehst du wohl, ne? Das ist dann Maximum. Das passt sogar. Können wir so lassen. Das heißt also, wenn das hier unten angekommen ist, unser roter Strich hier, ne? Dann gießen wir wieder das Wasser nach und es ist tatsächlich da immer noch ein bisschen unten drin. Also soweit funktioniert das genialst. Richtig cool. Okay, so, nehmen wir den zweiten noch dabei. Stellen den hier rein. Und dann können wir den auch noch schnell bepflanzen. Oh Mann, ey, ich sag's ja nur. Ja, so kommt man immer wieder auf neue Ideen. Vor allem wenn jetzt, ich sag mal so, das auch zur Aussaat macht. Ne? Kannst die Töpfe oder diese Behälter auch woanders hinstellen, wo nicht unbedingt Licht gegeben ist. Ne? So, jetzt habe ich eins vergessen, und zwar mal ganz schnell unser Schätzchen hier schon mal angießen. Ne? Das müssen wir natürlich machen. So, siehst du wohl. Jetzt haben wir gleich ein bisschen zu viel Wasser drin. Ist aber nicht so schlimm im mineralischen Substrat, macht das überhaupt nicht. So, wo bin ich jetzt? Oh, ich bin so durcheinander. Ne? Ja, es klappt nicht immer, wenn du etwas machst auf Anhieb. Ist nun mal so, ne? So, diesmal bin ich ein bisschen vorsichtiger. Ich hole die jetzt erst raus, wenn wir ihn einpflanzen hier. So, die wachsen auch alle unterschiedlich, die Litschis, ne? Siehst du wohl. Einfach drauflegen, ein bisschen Substrat drüber und fertig. Oh Mann, das ist cool. Das ist sogar mega cool. Hätte ich gar nicht gedacht, gut, jetzt mit dem Angießen hätte ich vielleicht vorher machen sollen, bevor wir jetzt Wasser reingegossen haben. Aber ich wollte es ja zeigen, wie das aussieht. Das ging jetzt halt nur so. Ne? Ansonsten weißt du Bescheid. So, siehst du, so einfach kann das gehen. Und jetzt können wir die Litschis gezielt versorgen. Wir können auch nachmessen, was wir hier an Mikrosiemens drin haben und so weiter und so fort. Auch pH-Wert und so weiter und so fort. Ne? Mal gucken, können wir das, wenn ich ihn jetzt rausziehe, dann kommt der mit raus hier. Fällt mir beziehungsweise wieder rein. Wäre natürlich nicht so toll. Ich versuche es aber trotzdem mal jetzt. Warte mal, kriege ich den so festgehalten? Ja, siehst du wohl, ne? So sieht das Ganze jetzt aus. Oh, ist schon cool, ne? Ist jetzt ungefähr fast drei Viertel voll. Ist schon eine geniale Sache. Gut, man könnte das hier auch noch festmachen von unten mit Heißkleber zum Beispiel. Ne? Sicherlich auch denkbar. Aber wie gesagt, prototypisch gesagt ist das eine richtig coole Sache. Ach, den muss ich wieder zumachen hier. Eine richtig geniale Sache. Kann ich euch sagen. Ja, yippie. Boah, bin ich froh, dass ich das aus dem Kopf habe jetzt. Tja, ne? So ist das. Ich habe noch ganz andere Sachen im Kopf. Als nächstes kommt unser Seemandelbaumpflänzchen hier rein. Den müssen wir nicht jetzt auch unbedingt einpflanzen. Auch hier im Prinzip genau dasselbe. Ne? Wasserreservoir, Töpfchen mit Docht und fertig hat sich die Gieße. Ist eine geniale Sache, kann ich auch sagen. Das ist mega cool. So, auch hier Substrat erstmal rein. Und dann gucken gleich, wie viel. Jetzt hier mal ein bisschen höher wieder. Nicht zu viel, denn der hat ja schon Wurzeln. Mal gucken. Tada, da ist er. Also ich muss eben die Wurzelspitze kappen. So, zack, ab. Machen wir unser Schätzchen. Und dann pflanzen wir ihn jetzt hier hinein. Ja, siehst du wohl, klappt doch. Ach, jetzt siehst du ja gar nichts. Mein Gott, Detlef, machst du wieder hier. Ja? Ja, siehst du? Siehst du, ne? So, also, dann lassen wir das Ganze hier schön reinrieseln, wie wir das schon kennen. Und fertig ist die Geschichte. Oh, das ist, Moment. Fertig ist die Geschichte. Oh, das ist so geil. Es macht so viel Spaß. Meine Güte, wir haben schon so viel gemeinsam ja, erlebt im Prinzip. Ne? Das ist ja wirklich bald ein Erlebnisgärtnerei in dem Sinne. Das ist so cool. So, siehst du wohl, dann ist er auch versorgt. Ich gieße ganz kurz mal ein bisschen an. Hier, den Rest gieße ich gleich wahrscheinlich so rein. Denke ich mir mal. So. Ja, weil das läuft dann so schnell nicht durch den Docht, logischerweise. Ne? Das dauert ein bisschen. Aber es läuft, siehst du? So, den Rest füllen wir erstmal so rein. Erstmal ein bisschen, nicht zu viel. Wobei, wie gesagt, jetzt am Anfang kann er auch im Wasser stehen. Also der Topf selber hier, ne? Der Becher, der kann im Wasser drin stehen, weil es ist ein mineralisches Substrat, da wird also nichts gammeln oder dergleichen. Von daher ist das eine richtig coole Sache. Ja, ich sag's euch, ich kriege das mal jetzt just so eingestellt, ohne dass ich nochmal das Ganze umstellen muss. Warte mal, fahren aber ein bisschen tiefer hier. So, was man vielleicht ein bisschen genauer sehen kann. Nee, ich komme nicht tiefer. Machen wir das auch so. Ne? Weiß Bescheid. So sieht das Ganze jetzt aus.
Ja. Ich sag's dir, der ist jetzt lange Zeit versorgt, wir brauchen uns nicht drum kümmern. Gedüngt, wie gesagt, ist noch nicht. Das machen wir erst, wenn es dann dementsprechend notwendig wird. Da brauchen wir jetzt noch nicht. Wir können das, wie gesagt, abdunkeln, ist also auch nicht das Problem. Ne? Aber wie gesagt, wenn du ganz viele Sachen hast, ne, dann hast du 100 Gläser rumstehen, was Bescheid? Okay. So, jetzt habe ich schon den halben Tag vorbei, ist gleich schon Mittag. Mein Gott. Gut, wir konnten jetzt in dem Sinne nicht viel sehen, aber für mich war es doch interessant, das Ganze jetzt anzugehen, endlich, damit ich da weiterkomme. Denn gestern, ne, so Hals über Kopf mal eben die Litschis hier einpflanzen, war gut, weil sie mussten wirklich raus aus ihrer Brutstation. Das Problem ist, ich kann sie ja nicht wirklich drin pflegen. Ne? Das heißt, entweder mache ich das so, ich lasse sie erstmal ein bisschen rauswachsen, pflanze sie dann um, aber die sind ein bisschen empfindlich. Von daher wäre es sinnvoll, eigentlich jetzt die sofort wieder ad hoc raus und dann dementsprechend in solch eine Selbstbewässerung oder solch eine Selbstbewässerung reinzupflanzen. Mal gucken, ob ich das heute noch hinbekomme oder morgen, muss ich mal gucken. So, jetzt habe ich noch was. Und zwar dachte ich mir gerade, guck mal hier, Glas, das musst du abdunkeln. Ist ganz klarer Fall. Ne? Pass mal auf. Es gibt auch eine ganz einfache Methode. Guck mal hier. Ja, Topf. Kuckuck. Weißt Bescheid. Und zack, bumm, fertig. Ne? Das ganze Kreis natürlich passend ausschneiden. Ich habe es mal eben just for fun einfach den Boden abgeschnitten. Und dementsprechend, ja, sieht es ein bisschen besser aus. Und zum anderen, ja, kommt kein Licht mehr rein. Das ist schon wichtig bei diesem Behältnis. Ne? Auch hier habe ich jetzt einfach ein bisschen Stoff drum gewickelt. Einfach nur doppelseitiges Klebeband genommen. Das habe ich schon weggepackt. Ne? Bisschen doppelseitiges Klebeband drum, Stück Stoff drum rumlegen. Fertig hat sich die Kiste. Das ist auch ein bisschen schicker in dem Sinne. Ne? Und hast nicht immer die Werbung da rumstehen. So. Ja, meine Güte, ist schon eine geile Sache, was mit diesen kleinen Töpfen alles möglich ist. Ne? Den müssten wir eigentlich bald rausholen, hier nochmal umpflanzen. Wobei ich hier schon am Überlegen bin, bonsai-technisch mal eine ganz andere Variante wieder zu machen. Dazu müssen wir ihn aber rausholen, um mal zu sehen, wie das ausschaut. Vielleicht kann man es so schon erkennen. Ne? Wahrscheinlich ist es ein bisschen zu grelle. Ne? Das Ganze wölbt sich hier schon. Man kann hier schon dicke Wurzeln erkennen auch drin. Sollen wir den heute mal rausnehmen? Eingepflanzt habe ich an meinem Geburtstag, am 20.09. An meinem Geburtstag haben wir den eingepflanzt hier. Ja, sollen wir das machen? Pass mal auf. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber das mit den Dochten ist eine coole Sache. Es gibt Variationen ohne Ende. Du kannst dir alles Mögliche überlegen. Ne? Nur wichtig ist, probier es einfach mal aus. Weil auch ich habe heute tatsächlich Überraschungen erlebt, was gar nicht funktioniert hat, was ich mir so theoretisch überlegt hatte. Von daher ist also diese Vorgehensweise wirklich die beste. Ne? Also jetzt für mich hier. Das ist eine richtig coole Sache. Alter Schwede. Ne? Wir können das rausholen, wir können nachmessen, gegebenenfalls das Wasser wechseln, aufdüngen oder wie auch immer. Das ist cool, das ist einfach nur genial. Das ist auch, ich würde es schon so sagen, relativ schick jetzt. Ne? Das ist eine richtig coole Sache. Das ist genial. Das ist mega cool. Ja, okay. So, meine Güte, bin ich doch begeistert. War auch ein Haufen Arbeit jetzt ehrlich gesagt. Das ganze Rumfummeln hier, das dauert immer alles so lange. Nehmen wir ihn jetzt raus oder nicht, Mensch? Wäre ja schon interessant zu sehen, wie das ausschaut. Ne? Aber ich müsste eigentlich noch ein bisschen basteln. Siehste wohl, läuft. Ja, ist doch cool, ne, was man alles machen kann. Ich habe das Ganze in Zeitraffer gerade gefilmt. Ich habe es dummerweise zu schnell gemacht. Aber egal, dass wir mal kurz das sehen können. Das hat jetzt, glaube ich, für 3, 4 Minuten gedauert ungefähr, um das Gefäß, ja, ich sag's mal so, abzudecken. Ne? Ist eine coole Sache, das ist mega cool. So, jetzt haben wir, ich zeige euch das jetzt just, oder wir haben schon gesehen, keine Ahnung. Manchmal ist das ja so, ne? Jetzt labere ich hier nämlich und laufe, haben wir es dann gesehen, wenn ich hier ankomme, aber ich Bescheid. Ja, wir haben den Topf also tatsächlich jetzt ja, dekoriert in dem Sinne, ne? Grundgestaltet, eine Grundform. Jetzt kannst du noch hier Sternchen draufkleben und tralala und hast du nicht gesehen, ne? Wie es gefällt. Hier oben noch eine schöne Kordel drum machen und dann lassen wir den Weihnachtsbaum mal hier wachsen. Ist genial. Guck mal, jetzt zeige ich die andere Seite auch mal, damit man das mal sieht, ne? Hier ist dann die Naht halt. Kann man schon sehen. Aber wie gesagt, das kann man ja noch dekorieren oder dementsprechend halt passend hinstellen. Aber das ist schon genial, was man alles machen kann, ne? Ja. Yippie-yay, siehst du wohl, dann ist das schön abgedunkelt hier und dann auch wenn wir hier Nährstoffe reinpacken, kann da nichts passieren. Wir können das Ganze herausheben und dementsprechend auch kontrollieren. Ey, ist doch cool, oder? Ne? Wie gesagt, man muss nur Ideen haben. Er ist so ein Filz, ist das. So ein, ja, ich denke mal, das sind mehr oder weniger Kunstfasern, bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall gibt es da unzählige Möglichkeiten, das dann tatsächlich auch so hinzubekommen, dass es einfach cooler aussieht. Ne? Okay? Ja, meine Lieben, so schaut es aus. Eine richtig geniale Sache. Easy, einfach, cool, wie gesagt, dekorieren kannst du, wie du möchtest. So, warum habe ich das Ganze gedanklich so lange auf dem Schirm? Ganz einfach wegen diesen Töpfen.
Also ich habe jetzt aber ein Problem. Ich ziehe ja ständig Pflanzen heran. Das heißt, ich müsste rein theoretisch von diesen Töpfchen, müsste ich mir, keine Ahnung, 150, 200 Stück besorgen. Ja gut, ich könnte gleich Hutzer fragen, ob sie mir die schenken. Aber ich glaube, das spielen die auch nicht mit. Ne? Und von daher habe ich mir jetzt was überlegt, wie können wir das machen, so dass es auch praktisch ist. Das ist das Wichtigste bei der ganzen Sache. Also hier, Wasserstandsanzeiger, ganz wichtig, ne? Dass wir also sehen können, wann müssen wir wieder gießen. Und dann dementsprechend in einem Behälter, dass wir sehen können, halt, dass wir dort Wasser nachfüllen können und das Ganze darauf reagieren können, wenn irgendwas nicht passt oder irgendwas angepasst werden muss. Das ist dann natürlich wesentlich einfacher, als wenn du das Ganze so in einem Pot im Pot hast. Ne? Für eine kurzfristige Sache ist das auch okay. Oder wie wir bei dem Religiosa vorhin gesehen haben, bei dem Ficus Religiosa. Es gibt halt Pflanzen, die sind einfach nicht empfindlich. Ich packe den einfach am Schopf hier. Ne? Mit denen kannst du das machen. Da kannst du Pi mal Daumen, wenn du grünen Daumen hast, tatsächlich auch düngen. Funktioniert wunderbar. Du musst halt nur ständig ein Auge drauf haben. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Funktioniert, aber das ist jetzt natürlich die Easy-Variante. Oder sagen wir es mal, die abgespeckte Version. Also wenn du ganz viel heranziehst, ist es natürlich wesentlich besser, dann das Ganze so zu handhaben. Für einzelne Pflanzen, ganz klarer Fall, sind solche Töpfe natürlich genial, auch vor allen Dingen im Wohnraum logischerweise. Ne? Also ich möchte mir, ganz ehrlicherweise, hier ist es mir egal, weil hier ist mein Arbeitsraum, aber im Haus möchte ich jetzt nicht überall diese Töpfe rumstehen haben. Ich meine, hier und da vielleicht mal, vor allem wenn sie jetzt dekoriert sind, sieht es natürlich auch genial aus. Ne? So, meine Lieben, meine Güte, so, es war echt heavy, ey. Ich überlege, dass ich heute Morgen anfing, was ich davor hatte und das nicht geklappt hat. Und jetzt habe ich es gebastelt und jetzt ist es ganz einfach. Jetzt kann man es nachmachen jederzeit und das Ganze dann dementsprechend auch, wie gesagt, schön dekorieren. Boah, ja, glaubst du nicht, ne? Das war ganz schön aufregend jetzt heute Morgen, das alles so zusammenzukriegen. Vor allem das mit dem Bekleben ist ja einfach, ne? Mit dem doppelseitigen Klebeband. Brauchst nicht mal einen Heißkleber oder so. Das ist easy. Mega cool. Ja, mal gucken, was uns da noch so einfällt. Die eine oder andere Variante werde ich euch dann dementsprechend noch zeigen, weil man hat ja ständig wieder Sachen im Kopf, die man dann dementsprechend machen möchte. Ja, ich vorab, soll ich euch schon sagen oder nicht? Ich meine, Thema Plastik ist ganz klar, ne? Wo wir irgendwo alle so ein bisschen von abkommen. Ich meine, Sachen, die du ständig gebrauchst, das ist nicht so das Ding, ne? Aber so Wegwerfsachen, so Einwegsachen in dem Sinne, dass man da schon mal so ein bisschen überlegt, auch andere Sachen, auf andere Wege zu gehen, ne? Nicht so abrock, sondern peu à peu, Stück für Stück, dass wir da also wirklich einiges, nicht übers Knie brechen, auf gut Deutsch gesagt. Übertöpfe, Tontöpfe, müssen wir mal gucken. Das Problem bei der Sache ist, ich kenne jetzt keine Firma, die direkt dafür etwas herstellt, in dem Sinne, dass man das angehen könnte. Selber machen ist eigentlich gar nicht so schwierig. Das Problem ist halt, die passenden Größen beieinander zu finden. A, die Pflanzengröße, die du hast, die du da hineinsetzen möchtest. Dann den Übertopf und dementsprechend den Topf, der dort hineinkommt. Und dann noch mit Selbstbewässerung, in dem Sinne mit Anzeiger. Ja, ne, weiß Bescheid. Aber ich denke mal, in spätestens 2-3 Jahren wird es das auf dem Markt geben. Da bin ich mir ganz sicher. Also, ne, Leute, frühzeitig reagieren ist ganz wichtig. Nicht für euch jetzt so in dem Sinne, sondern ich meine für die Produzenten, Hersteller, Erfinder, Tour, Macher und hast du nicht gesehen. Ne? So, meine Lieben, ach Mann, bin ich froh, dass ich das aus dem Kopf habe. Jetzt kann ich mich dann gemütlich wieder hinsetzen, ohne das ständig im Kopf zu haben. Ne? Ist eine coole Sache, gar nicht so schwierig zum Nachmachen. Man muss allerdings ein bisschen Geschicklichkeit mit an den Tag bringen, ganz klarer Fall. Ne? Und wenn es nicht sofort gelingt, sei nicht traurig, üb einfach ein bisschen. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze so mitzunehmen, nachzumachen in dem Sinne. Ne? Ja, das ist richtig cool. Meine Güte, ne? Guck mal. Ist das nicht schön? Und du brauchst dich nicht drum kümmern. Ne? Du brauchst dich nicht drum kümmern. Gut, hier musst du jetzt ein Auge drauf werfen, in dem Sinne, wenn das weiß wird oben, das Substrat, dann muss natürlich wieder nachgefüllt werden, da kannst du sicher sein. Bei der Variante kannst du sehen, also von daher ist das also doch. Hat sich gelohnt, das Ganze doch heute zusammen zu basteln für uns alle. Okay.